Schmerzfreiheit mit Hypnose. Wie geht das eigentlich? Dies zeige ich dir im folgenden Video. Moin und willkommen zurück. Ich bin Steve Nils Musch, ich bin Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder und zeige dir in der gleich folgenden Demonstration, wie schnell und einfach man Schmerzfreiheit mit Hilfe von Hypnose herstellen kann. Dazu musst du wissen, dass wir Schmerzfreiheit in der Hypnose auf zwei Arten erreichen können. Das eine ist, so wie wir das jetzt im Video machen, die Schmerzfreiheit per Suggestion herstellen, also durch das, was der Hypnotiseur vorschlägt, das ist die Suggestion, was erreicht werden soll. Das funktioniert sehr schnell und zuverlässig und kann man für alle möglichen Dinge gebrauchen. Dann gibt es auch noch Schmerzfreiheit ohne Suggestion. Dazu ist es einfach wichtig, dass man in einen sehr, sehr tiefen Hypnosezustand geht, das sogenannte SD-Stadium, welches auch als hypnotisches Koma bekannt ist. Dort hat man die Schmerzfreiheit automatisch, ohne dass man dem Hypnotisierten irgendetwas suggerieren muss. In diesem Zustand könnte man auch oder kann man auch kompliziertere chirurgische Operationen durchführen. Wenn du mehr zu diesem Zustand erfahren willst, dann einfach mal in die Infobox klicken und am Ende einfach dir das nochmal anschauen, sofern du das nicht kennst. Im Folgenden zeige ich dir einfach, wie schnell und einfach man die Schmerzfreiheit eben durch Suggestion herstellen kann. Das dauert nur ein paar Minuten und so kann jeder lernen, das Ganze auch selbst herzustellen, um es zum Beispiel beim Zahnarzt oder anderen Möglichkeiten oder Situationen anzuwenden, wo man das Ganze braucht. Wichtig ist, wenn man das Ganze selber machen will, muss man das immer wieder trainieren, damit es, wenn es zu Schmerzen kommt, auch möglich ist, die Schmerzen abzuschalten. Ansonsten ist es nämlich einfach so, dass unser Fokus viel zu sehr auf dem Schmerz ist, was dann eben dazu führt, dass ich den Fokus nicht umlenken kann auf die Schmerzfreiheit. Grundsätzlich ist das aber was ganz, ganz einfach ist. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Demo. Ich verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich denke, wir machen es mal ein bisschen. Wir haben ja keine Zeit. Wir müssen den Scheiß heute ein bisschen schneller runterspulen. Was ist denn, Herr Musche? Ich glaube, ich möchte kuscheln. Immer. Ich bin hier total. Das ist eklig, oder was ist das Problem? Wer weiß, wo du mit der, wer weiß, wo du mit der Hand überall warst. Leute, hast du echt schon alles gemacht? Ich mache jetzt nur auf Aufforderung. Da wird er rot, guck mal, da wird er rot und sagt, ich muss liegen. Guck mal. Okay. Das? Ja, darf ich? Die ist ganz kalt. Du darfst ein bisschen. Du bist auch kalt. Nee, ich glaube, wir machen das. Nee, anders. Okay. Soll ich meine Brille ausziehen? Mach mal. Was? Darf ich dich hypnotisieren? Ja. Darf ich dich hier berühren? Okay. Sehr schön, wunderbar. Dann schau mal hier auf die Hand. Geh mal mit. Atme mal tief ein. Schlaf, lass los. Einfach loslassen. Mehr und mehr. Mit jedem Atemzug erlaubst du dir einfach tiefer in diesen angenehmen Zustand zu gehen. Und öffne einmal die Augen, schließ die Augen gleich wieder. Sehr gut, wunderbar. Öffne die Augen nochmal, schließ die Augen gleich wieder. So ist es gut, wunderbar. Laura, weil es so schön ist, machen wir das Ganze noch einmal. Öffne die Augen noch einmal, schließ sie gleich wieder. Und lass den Zustand einfach stärker und kraftvoller werden. So ist es gut, wunderbar. Und ich zähle jetzt gleich für dich von 1 bis 10. Und mit jeder Zahl, die ich sage, kannst du diesen Zustand einfach noch stärker werden lassen. Mit jeder Zahl, die ich sage, wird dieser Zustand noch stärker und kraftvoller, ohne dass du dich bewusst um irgendetwas kümmern musst. 1. So ist es gut, wunderbar. Du machst es genau richtig. 2. Mit jedem Wort von mir, mit jedem Atemzug, den du machst, mit jedem Herzschlag, wird dieser Zustand noch stärker und noch kraftvoller. So ist es gut, wunderbar. 3.
4. Du merkst, dass du alles hören kannst, die Geräusche im Raum und die Geräusche von draußen. Aber von nun an sind alle Geräusche vollkommen gleichgültig. Vollkommen egal. Egal welches Geräusch, egal wie laut oder wie leise, du lässt es einfach zu, dass du mit jedem Geräusch diesen Zustand stärker und kraftvoller werden lassen kannst. 5. 6. Und je mehr du loslässt, desto wohler kannst du dich fühlen. 7. 8. Und je wohler du dich fühlst, desto stärker und kraftvoller wird dieser angenehme Zustand. 9. 10. So ist es gut, wunderbar. Du machst es genau richtig und du kannst dir einfach erlauben, dass dieser Zustand immer noch stärker und kraftvoller wird, ohne dass ich etwas dazu sagen muss. Und Laura, ich möchte, dass du dir einmal vorstellst, wie du aussiehst, wie es sich anfühlt, wenn du den jetzt erreichten Zustand einfach noch einmal verdoppelst, ohne dass du dich bewusst darum kümmern musst. Denn es liegt in der Natur der Sache und in der Natur des Menschen. So ist es gut, wunderbar. Und Laura, ich möchte, dass du jetzt einmal deine Vorstellungskraft nutzt, dass du dir einmal vorstellst, wie es wäre, wenn ich mit einem großen, kräftigen Eiswürfel hier über deinen Handrücken streiche. Vielleicht spürst du eine angenehme Wärme. Vielleicht spürst du eine angenehme Kälte. Es ist egal. Aber du weißt, was ein Eiswürfel macht, was Eis macht, wenn es unsere Haut berührt. Es sorgt dafür, dass die Stellen, die es berührt, wie so ein bisschen taub und unempfindlich werden. Und du kannst deinen Handrücken, deine ganze Hand von diesem Eiswürfel jetzt völlig taub und unempfindlich werden lassen. Die ganze Haut, die ganze Hand wird taub und unempfindlich. Taub und unempfindlich. Du merkst zwar, dass ich hier was mache, aber es ist dir total egal und gleichgültig. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein ganzer Handrücken taub und unempfindlich geworden ist, kannst du mir dies einfach einmal anzeigen, indem du den Zeigefinger deiner rechten Hand ganz leicht anhebst, bis ich Danke gesagt habe. Wunderbar, sehr gut. Und ich möchte, dass du dieses Gefühl von deiner rechten Hand jetzt einmal in deine linke Hand überträgst, dass du es dabei verdoppelst. Und wenn du es in die linke Hand übertragen und verdoppelt hast, kannst du mir dies einfach noch einmal durch den Zeigefinger der rechten Hand anzeigen. So ist es gut, wunderbar. Und Laura, ich möchte, dass du das Gefühl jetzt noch einmal von der linken Hand zurück in die rechte Hand überträgst, dass du es dabei noch einmal verdoppelst. Und wenn du es übertragen und verdoppelt hast, zeig es mir einfach noch einmal an, indem du den Zeigefinger deiner rechten Hand nochmal anhebst, so dass ich es sehen kann. So ist es gut, wunderbar. Und Laura, die ganze Hand ist völlig taub und unempfindlich. So, wie wenn du sie vielleicht in Eiswasser getaucht hättest. Oder wenn der Eiswürfel die ganze Hand taub und unempfindlich gemacht hätte. Und du merkst zwar, dass ich hier was mache, aber es ist dir total egal und gleichgültig, weil deine ganze Hand taub und unempfindlich ist. Taub und unempfindlich. Du merkst zwar, dass ich hier etwas tue, aber es ist dir völlig egal. Völlig gleichgültig. Völlig egal und gleichgültig. Deine ganze Hand ist taub und unempfindlich. Taub und unempfindlich. Taub und unempfindlich. So, als wäre sie durch einen großen, kräftigen Lederhandschuh geschützt. Du merkst zwar, dass ich hier was mache, aber es ist dir total egal. Total gleichgültig, weil die ganze Hand völlig taub und unempfindlich ist. Taub und unempfindlich. Ist dir völlig egal und gleichgültig. Völlig egal. Und gleichgültig, so ist es gut, wunderbar. So ist es gut, wunderbar. Du machst es genau richtig. Du machst es genau richtig. Und Laura, ich möchte, dass du etwas weißt. Wann immer du von heute an dieses Gefühl an irgendeine andere Stelle deines Körpers übertragen möchtest, kannst du einfach in die Hypnose gehen. Du kannst einfach in die Hypnose gehen und du stellst dir wieder vor, wie deine Hand wieder so wird wie jetzt. Und dann kannst du mit deiner Hand jedes andere Körperteil berühren. Und wenn du das andere Körperteil berührst, kannst du dieses Gefühl, was du jetzt in deiner Hand hast, dieses Gefühl der Unempfindlichkeit, an jede Stelle deines Körpers übertragen, wo immer du es hinübertragen möchtest. Und Laura, ich möchte, dass du weißt, das wird jedes Mal noch besser funktionieren. Mit jeder Wiederholung wird dieses wunderbare, schnelle Gefühl noch einfacher zu kreieren sein, noch kraftvoller. Aber ich möchte, dass du auch etwas weißt. Es ist wichtig, dass du dies in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder trainierst. Denn nur wenn wir es trainieren, können wir es dann, wenn wir es brauchen, auch abrufen. Und damit du es abrufen kannst, wirst du ganz einfach diese Übung in den nächsten Wochen täglich wiederholen. Ganz schnell, ganz einfach. Einfach in die Hypnose gehen. Dir vorstellen,
wie deine Hand taub und unempfindlich wird. Und dann kannst du das Gefühl von deiner Hand an jede andere Stelle deines Körpers übertragen. Du kannst dieses gute Gefühl an jede andere Stelle deines Körpers einfach übertragen. Dieses Gefühl, taub und unempfindlich, kannst du an jede andere Stelle deines Körpers übertragen, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. Ohne dass du irgendetwas tun musst. So ist es gut, wunderbar. Völlig taub und unempfindlich. Taub und unempfindlich. So ist es gut. Und du kannst dieses gute Gefühl jederzeit an jeder andere Stelle deines Körpers übertragen, wenn du es möchtest. Und Laura, du kannst deine ganze Hand jetzt wieder ganz normal werden lassen. Die ganze Hand kann ganz normal werden, kann normal durchblutet werden, kann sich wieder ganz normal anfühlen. Und du weißt, was du tun musst, wenn du dieses Gefühl wieder wachrufen möchtest. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Und bei 3 öffnest du deine Augen. Und du weißt, du kannst dieses gute Gefühl jederzeit wieder wachrufen, wann immer du es möchtest. 1. Du machst dich bereit, gleich zurückzukommen. 2. Dein Blutdruck und dein Puls steigen auf für dich gesunde Werte. Und 3. Du öffnest die Augen. Es geht dir gut. Du fühlst dich gut und du weißt, du kannst dieses gute Gefühl jederzeit wieder wachrufen und an jeder andere Stelle deines Körpers übertragen. Da mache ich Urlaub. Was? Bald wieder verheilt. Also kann vielleicht blaue Flecke geben, je nachdem wie... Dann... Ich habe gemerkt, wie er die Klemme angesetzt hat, aber es war so, okay, mach halt. Also, ich hab nicht